Hallo und willkommen zurück zu Alex. Ich wollte Ray eigentlich nicht ansprechen, aber jedes Mal, wenn ich Aufnahme drücke, dann denkt das Spiel, ich bin außerhalb des Spiels. Darum muss ich nochmal ins Bild klicken. Ja, so hat jeder so seine Problemchen. Diesmal habe ich mehr Zeit im Gepäck als bei der letzten Folge. Wir können also ein bisschen was anstellen, in Anführungszeichen. Und wir gehen erstmal eine Runde pennen, weil wir sind angekratzt vom Kampf der Ratten. Oder mit den Ratten, um genau zu sein. So. Das erste, was ich machen möchte, ist mich zu bedienen. Nee. Oh, Heiltrank verboten. Sieht das wer? Ja. Gut. Was gibt's denn hier noch so Feines außer Ray? Ray stellt sich auf den Schrank. Sehr schön. Nichts großartiges Interessantes. Ein Outlaw. So. Der gute Hudson? Ne, von Hudson kamen wir. Wie hieß er denn jetzt? Der Typ. der Outlaw, den wir die ID gebracht haben, ist ja rausgeflitzt. Ich habe den Namen vergessen. Fällt mir bestimmt ein, wenn ich ihn sehe. Der ist rausgerannt. Mit dem konnten wir noch quatschen. Das machen wir jetzt mal als erstes. Und dann sehen wir mal dazu, dass wir technisch gesehen... Genau. Ach, nicht die Karte. Ja, wir sind ja immer noch in der Kuppelstadt hier. Im Relikt nennt sich das, glaube ich. Genau. Dass wir so ein, zwei Quests noch erledigen. Was suchen wir uns aus? Ich glaube, wir könnten das mit Ray tatsächlich mal als erstes angehen. Der bettelt ja schon länger um Hilfe. Wir haben hier circa 50%, obwohl es sieht genau noch 50% aus, von Stufe 10 zu 11. Dass wir noch ein Level Up definitiv schaffen in dieser Aufnahme. Davon gehe ich stark aus und dann endlich mal einen Punkt in Stärke investieren, also noch einen, und dann tatsächlich mal eine neue Waffe nutzen können. Eine Wache, noch eine Wache, ein Bekloppter. So, die sind mir alle nicht wirklich sympathisch, die Herren. Kleriker, um genau zu sein. So, wir haben hier unten ausgeholfen. Mal sehen, ob wir noch ein paar Erfahrungspunkte abgreifen können. Teleport. Ich war doch hier irgendwo, in der Bude da vorne, ne? Da ist der ein oder andere Auto. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Das ist richtig, ist aber schon eine Weile her. Outlaw? Ja, Alex, genau. So heißt das Spiel. Geht's dir auch so? Ja, mir geht's auch so. Ja. Ja, gut. Das war jetzt so Kommandodeckung. Wurde gestohlen. Du hast dich um Cooper gekümmert, wie ich gemerkt habe. Cooper hieß er, genau. Ja. Auf dich scheint Verlass zu sein. Ein bisschen. Auch wenn deine Bezahlung die ID-Karte war, so will ich mal nicht so sein. Hier hast du noch eine Kleinigkeit. Und was ist mit euch? Wir bleiben hier draußen und hoffen auf eines von zwei Dingen. Entweder die Kleriker entschließen sich, die Kuppel für uns zu öffnen, oder die Kleriker werden endlich alle massakriert. So lange bleiben wir hier. Wie dem auch sei, danke nochmal für deine Hilfe. Man sieht sich. Hier wird man dauernd angebaggert. Was? Nee, hab ich nicht vor, aber... Wie soll das alles nur enden? Dein Schwert hätte ich gern. Ah, Outlaw. Ist das dein Ernst? Kein Cooper, wo ist er denn hin? Hat er noch was für uns? Alles klar. Ja, bis ich jetzt, weiß, ja. Von wem du redest. Er hat nichts für uns, aber der müsste... Deutlicher doch... sage ich das nicht. Was denn? Zieh dir mal was an. Ist ja kalt. Outlaw. Wenn nur die Alps nicht wären. Da steht noch einer rum. Ist er da? Ah, klar. Warum unternimmst du nichts gegen die Kleriker? Ich vertraue dir. Immerhin hast du mir meine Fahrkarte hier rausgegeben. Ich werde dir nicht unseren Plan verraten. Aber sei versichert, dass wir hier an einer Revolution arbeiten. Die Kuppel muss weg und wir werden dafür sorgen. Du bist ja schon dabei, uns zu helfen. Mach so weiter und du kannst dir sicher sein, wir werden dich nicht vergessen. Na, okay. Wenn wir die Kuppel nicht selber sogar einreißen. Der Kleriker sagte beim letzten Mal irgendwas von so Finger weg Ohren, von den Generatoren, da darfst du dich nicht rumtreiben. Meinst du wirklich? Wenn ich sowas schon höre, das klingt danach, da muss ich mich unbedingt mal umschauen. Da hättest du jetzt aber nicht das Jetpack gebraucht für Ray. Wir gucken, bevor wir Ray, ja, ich sag mal, helfen. Pflanzen sehen interessant aus, wenn ich die sammeln darf. Ne, Deko, schade. Was wie Spiegeleier oder so.
ein bisschen zerlaufen sind. Moment, Mikro richten. Nicht gleich reinbeißen, aber so ein bisschen. Ja. Mit Kuppeln hat Speedrunner Bytes irgendwie so mit solchen... Wenn ich an Gothic denke, Barriere im ersten Teil, Barriere im zweiten Teil, oder? Ne, im zweiten gab's... Gab's im zweiten eine Barriere? Ne, aber im dritten Teil. So. Wir gucken mal, was wir hier so finden an interessanten Dingen. So ein paar Items oder so. Aha, aha. Ich höre Kellerasseln. Hier geht's hoch. Geht's noch höher. Aua. Mann, das mit der Rolle, ne? Hier ist so ein Wall. Hier kommt man auch nicht raus, ne? Nee. Man tut sich auch nicht weh, was schon ganz gut ist. Was bist du für einer? Lutz. Hi, Lutz. Finger weg von meinen Maschinen. Tut mir ja leid, dass ich das so direkt sagen muss, aber bei jemandem, der von draußen kommt, kann man schließlich nicht vorsichtig genug sein. Und ich kann niemanden gebrauchen, der mir hier Probleme macht. Die Energieregulatoren sind im Arsch. Der Überspannungsmesser schlägt aus ohne ersichtlichen Grund und die Schirmprofiler geben komische Werte zurück. Ich habe wirklich keine Zeit, mich um irgendetwas anderes zu kümmern. Erstmal muss ich mir eine Lösung für die ganzen Probleme überlegen, angefangen bei den Ersatzteilen. Ich habe kein Wort verstanden. Was ist kaputt? Der Fluxkompensator? Und was ist im Arsch? Das tut doch weh. Ersatzteile. Ja, warum nicht? Wir können ein bisschen helfen. Du brauchst Ersatzteile? Ich besorge sie dir. Moment, du willst helfen? Wenn das so ist, geh zu Erich und besorg sie mir. Aber lass mich nicht hängen. Ein Mann, ein Wort. Besorgen und nicht hängen lassen in einem Satz, das klingt irgendwie nicht richtig. Bah. Vor allen Dingen Maschinen, hier ist doch... Achso, da unten oder was? Naja. Wir machen mal eine Runde. Um die Kuppel. Ich habe mir von außen schon mal reingeguckt. Da unten rennen wichtige Leute rum. Doch recht groß, ne? Ich meine, weiß nicht, was das Ding aushält. Aber wenn man nochmal ein Asteroid oder ein Meteor, je nach Zeichnung, ich glaube Meteorit wäre richtig, Asteroid, wenn es im All ist, Meteorit, wenn es runterkommt, genau. Wenn hier nochmal ein Meteor einschlägt, könnte das durchaus standhalten hier, das Ding. Ich gehe mal da stark von aus, jetzt macht jedenfalls einen soliden Eindruck. So, jetzt ist bloß die Frage, ist es so clever, das Ding komplett kaputt zu machen? So wie die Outlaws das wollen? Oder wäre es durchaus sinnvoll, das Ding stehen zu lassen? Denn, ich meine, das ist jetzt eine geschützte Gegend hier, ne? Sprengraketen. Die nehmen wir mal lieber mit, ne? Kommen wir da oben rein? Tatsächlich. Schade. Ich dachte, ich komme durchs Fenster. Ah, hier können wir reingucken. Hm, interessant. Das ist noch ein Teleport oder so, ne? Bin ich da durchgeglitscht? Wo ist Ray hin? Hm, ne, schade. Naja. Da steht Ray. Was ich nochmal mache, ist F8. Und ich versuche mal direkt reinzufliegen. Ne, das wird nichts. Ups, das ist ein bisschen hoch. Oh, Schwenker. Ich kann mal gucken, ob ich aufs Dach raufkomme. Das sah vielversprechend aus. Hm. Oder von da drüben aus. Auch die Tür benutzen. Oh, wieso liegen hier Sprengraketen? Ganz im Ernst. Oh. Na gut, Tür ist vielleicht übertrieben in dem Moment. Da wäre eine Tür.
Sieht jedenfalls so aus, als hätten wir hier nicht umrennen dürfen. Oh. Kippen überall. Ich bin doch nicht Raucher. Hoppala. Oh. Tja, ganz heile ist das Gebäude anscheinend nicht. Was ist das? Das sein sollten wir hier wahrscheinlich gar nicht. Benutzen ist auch nicht. Ich kann es auch nicht irgendwie anwählen. Hocker. Hm. Computer und so. Nicht questrelevant später. Behaupte ich jetzt einfach mal in meinem Leichtsinn. Hm. Doof angequatscht hat uns auch noch keiner. Von daher. Ja, ist irgendwo ein Radio. Gottfried. So, aus damit. Steuer. Da werden wir so nehmen. Cool. Ein Gottfried. Einen Augenblick. Ich muss mich konzentrieren. 43 Grad, östliche Richtung, Entfernung 5 Kilometer. Vielleicht könnte ich die Empfindlichkeit des Empfängers... Nein, obwohl... Soll ich später wiederkommen? Nein, nein. Jetzt habe ich den Faden eh schon verloren. Ich muss mich wohl daran gewöhnen, hier am laufenden Band in meiner Arbeit unterbrochen zu werden. Aber wenn wir schon ins Plaudern kommen, hilf mir kurz. Wie viel Grad hatte ich gerade im Kopf? Ich habe gerade nicht zugehört. 34 Grad westliche Richtung. Wie bitte? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Nein, nein. Als Gedankenstütze bist du nicht zu gebrauchen. Ich werde wohl in meinen Notizen die Antwort suchen müssen. Sofern du nichts Bestimmtes mehr wolltest, würde ich mich dann gerne wieder an meine Arbeit machen. Ich nehme an, du bist der Funkmeister. Hatte ich nicht erwähnt, dass ich gerne meiner Arbeit nachgehen würde? Aber was soll's? Das Kind ist wohl in den Brunnen gefallen. Ja, ich bin in der Tat der hiesige Funkmeister. Meisterlich ist jedoch nichts an dem Posten. Der Gerätezustand ist desolat. Einfacher wäre es, zwei Blechdosen mit einer Schnur zu verbinden. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft wir einen Energie- oder Funkausfall hatten. Aber nun habe ich dir wirklich genug von meiner Zeit gewidmet. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, such Vito auf. Er ist immer interessiert an neuen Gesichtern und ist sicher ein besserer Zuhörer als ich. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Wir können ihn noch mal kurz zuquatschen. Dann gehen wir eventuell nochmal zu Erich, um etwas Erfahrung abzusahnen mit etwas Glück. Wo finde ich Vito? Sieh dich in unseren Mauern nach einer Kneipe, Schenke oder Bar um. Ich habe keine Ahnung, wie jemand von deinem Schlage so eine Spelunke nennen mag. Und auch wenn der Eindruck täuscht, soll er dort ein gutes Bier ausschenken. Aha. Ja dann. Machen wir mal den hier. Wie ist denn das passiert? Ich frag nicht. So, bin ich denn jetzt wieder oben gewesen? Ja, egal. Was ist das? Ich mich oder schwankt die Leistung unserer Generatoren? Die B-Serie war noch nie zuverlässig, das weißt du doch. Kleriker und Klerikerin. Aber warum arbeiten wir dann überhaupt mit diesem veralteten Kram? Frag das doch einen der Techniker. Gott. Okay. Relativ interessant alles hier. Die sind ganz schön hochgerüstet, also da müssen die Berserker ganz schön aufpassen wahrscheinlich.
obwohl man die als Magier auch nicht unterschätzen dürfte wahrscheinlich. Stadtwache, Kalan. Ach, hier hinten waren wir so ein bisschen unterwegs, ne? Genau. Ein bisschen Lager scheint das zu sein. Taschenlampe? Nee. Dekor. Ich gehe mal schon aus. Den Kalan, hätte ich was gesagt, den Erich, den finden wir hier. Suggestor. Weitergehen, Zivilist. Okay. Ich dachte, ich muss mich bei dir anmelden. Öllampe. Mhm. Aloysius. Aloysius? Der da. Alois. Luise. Neugier kann töten. Das wurde auch Zeit. Ach so. Hier gibt es nichts umsonst. Ja, das habe ich auch nicht vor. Ich suche den Chef hier von dem Laden. Minenarbeiter, okay. Propaganda. Hm. Darf ich hier rein? Nee. Geh lieber. Ja, ich gehe schon. Besser für dich. Ja, ich suche den Chef an dem Laden. Ja? Gibt es etwas Dringendes? Wie du dir denken kannst, habe ich alle Hände voll zu tun. Diese Stadt regiert sich leider nicht von alleine. Darum entschuldige bitte, wenn ich kurz angebunden bin. Der Mensch braucht schließlich Führung, gerade an diesem Ort. Ich sollte eigentlich zu Erich gehen, dachte, der ist der Chef, aber... nun... Das wäre ganz schön hochnäsig. Was für diese Menschen gilt, trifft nicht auf mich zu. Du bist hier der Boss? Du bist also der Boss hier. Sagen wir der Einfachheit halber, dass ich die Stelle bin, an der alle Fäden zusammenlaufen. Aber vertiefen wir das Thema nicht weiter. Sonst landen wir noch bei der Politik. Und danach steht mir nicht der Sinn. Falls du übrigens von mir etwas erbitten willst, vergiss das. Wir sind gezwungen, mit unseren Rationen zu haushalten. Die Schutzsuchenden durchzufüttern ist eine logistische Herausforderung. Ich würde einfach alles verkaufen. Dann verteilt sich das schon von alleine. Ich wollte eigentlich meine Hilfe anbieten. Was muss ich über die Kuppelstadt wissen? Was muss ich über die Kuppelstadt wissen? Das, was ich dir sagen kann, ist auch das Offensichtliche. Wir sind ein Schmelztiegel der Völker. Früher, als man müde vom Krieg war, herrschte Ruhe. Und man konnte in Frieden miteinander leben und handeln. Aber jetzt herrschen nur noch Gier, Wut und Angst. Draußen herrscht Krieg. Und hier drinnen werden dir die Splitter aus der Hand gestohlen, wenn du nicht aufpasst. Die Welt spielt verrückt. Das klingt wie im wahren Leben. So ein bisschen jedenfalls. Verrückt. Also der Punkt mit verrückt, das trifft ziemlich zu. Was hat er denn für Probleme gehabt gerade? Und der Grund dafür ist... Der Grund? Du meinst wohl die Gründe. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, wie die Dinge stehen. Die Berserker leben immer zurückgezogener, seit sie ihre Gesetze erlassen haben. Die Outlaws sind noch unberechenbarer als vorher. Jemand wie dieser Duke hätte nie die Macht an sich reißen dürfen. Und während die Alps ihren eisigen Hauch über die Welt jagen, suchen die abtrünnigen Separatisten bei uns Unterschlupf. Allesamt dunkle Vorzeichen, dass wir erneut einer globalen Katastrophe gegenüberstehen. Und wir stehen mitten im Zentrum. Entmutigend, nicht wahr? Ja, schon so ein bisschen. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht zutexten, aber wenn wir schon mal dabei sind... Seit wann hast du den Vorsitz über die Kuppelstadt? Ich bin nunmehr 8 Jahre im Amt. 8 Jahre! Und einfach war es nicht, das kannst du mir glauben. Eine gewisse Neutralität zu wahren und zusätzlich den Alps die Stirn zu bieten. Bei Kalan, es gibt wahrlich angenehmere Posten, auf die man mich hätte setzen können. Okay. Wenn dich jemand ablösen will, dann häng ihn an den Nagel. Und wenn dich jemand ablösen will? Dann soll er es wollen.
Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Und ich sage dir auch warum. Das große Konzil von Magallan liegt jetzt schon etliche Zeit hinter uns. Das ändert aber nichts daran, dass die Verträge für mich noch gelten. Es wurde beschlossen, dass wir Kleriker den Vorsitz zugesprochen bekommen. Wir haben uns im Gegenzug verpflichtet, neutral zu urteilen und für die Sicherheit aller einzutreten. Dass wir aktuell mehr Strenge zeigen müssen, gefällt mir auch nicht. Aber anders können wir unsere Verpflichtung nicht erfüllen. Von den ganzen Dieben in dieser Stadt ganz zu schweigen.